Fleisch ist ja weg. Geh raus, wo ist er? Morgen, Jungs. Peace. Ich spiele jetzt auf ein weiteres. Die Map von der Gamer 36. Versuch Nummer 3. Ohne Intro. Und wir wissen jetzt in etwa, welche Räume wir meiden müssen. Also wir gehen wieder bis, also immer der erste geradeaus und dann bei dieser T-Kreuzung gehen wir dann nicht rechts zum Zombie-Tunnel, sondern nach links. Genau. Dann geradeaus war, glaube ich, nichts. Da war... Doch, ich glaube geradeaus und dann kam dieses Kreuz im dunklen Bereich, diese Kreuzung. Und da müssen wir dann links. Schauen wir dann mal. Gut, wir wissen es doch nicht. Wir haben alles für Gate B gefunden. Außer Gate B. Halt. Türen sind zu, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist aber auch. Da hab ich gar nicht mehr gedacht. Flatsch. Vorsicht, der Kannibal spawnen. Ich hab ein Tür. Vor dir. Blink mal. Ui. Ja, oder vor. Im übernächsten Raum oder im vorletzten oder im letzten. Jetzt ganz. Ich guck mal links, rechts. Und blink. Oh. Hast du es scharf? Der ist ganz in der Nähe. Ist er rechts von uns? Wo bist du, du? Der ist da. Es pulsiert so. Der muss da sein. Ansonsten sind wir gleich tot. Ich schreibe ihm kleines Mädchen. Hä? Wo ist er denn? Der ist unsichtbar. Lass mich verarschen. Geht's einfach weiter? Müssen wir darüber? Ja, stimmt doch. Dann schon. Ja, dann geh halt schnell. Wo ist er denn? Ist er da unten drin oder was? Ich geh jetzt einfach an. Also links! Verdammte Scheiße, ja, ich muss auf die Tür auf mich, dass er da unten steht. Bei der Waffe hier. Ach so, da, diese T-Kreuzung. Okay, wo ging's denn lang? Da lang. Ja. Bei der Kreuzung. Achtung nicht, dass du die Tür wieder öffnest. Immer noch das Schaben. Achtung! Okay, erste Hürde bestanden. Oh Gott, mach da mal zu. Meinst du? Da sind wir links gegangen. Aber wo ist der Electrical auch da links? Stimmt, den müssen wir zuerst. Ich glaube, der war da. Nee. Setz die Maske auf. Aber wir wissen, wo was kommt. Ich glaube, es ist fest einprogrammiert. Ja, ja. Da kommt's jetzt. Dann kommt da 079, oder? Das war die Richtung, glaube ich. Ah, oh, das ist das mit dem Zaun. Schaffst du es? Weiß nicht. Schaff ich. Alter Scheiße. Nochmal Zaun? Ja. Ach, da sind wir gestorben, nein! Jetzt haben wir ein Problem. Ich hab mir schon gedacht, dass es die Richtung ist. Lock ihn da runter, oder? Und dann. Unten können wir. Komm ich doch gar nicht rein, oder? Ja, kacke, wo kriegen wir die Karte eigentlich her? Da war noch gar nichts. Am Anfang links? Och, nö. Scheiße. Ach du Kacke. Ein
bisschen Platz. Das geht nicht. Das geht nicht. Das haben wir noch nie geschafft. Der muss jetzt... Oh ja, der steht gut. Nochmal? Nee, lauf! Oh, diese Treppen, da hängt man immer dran, ne? Shit. Wow! Sehr schnell. Oh. Meinst du? Klick. Der ist weg. Ach, scheiße, war offen. Darf sich mal wieder. Fuck! Er ist an die verkackte Tür hingeflogen. Gegrindet. Der Sound war echt mies. Darf sich mal wieder umdrehen, dass er hinter dir aufkommt. Ach, scheiße. So, wo jetzt? Erstmal den Electrical, glaube ich. Wenn das die Richtung war. Ne, der kommt nicht. Das ist geil. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal ganz zurück zum Anfang, da wo wir gerade ausgegangen sind, links. Anfang? Die erste Kreuzung. Die allererste. Sind wir gerade ausgegangen. Wir müssen links. Oh. Damit wir unsere Karte hier ein bisschen aufwerten können. Oder so ähnlich. Was war da? Egal. Da waren wir noch gar nicht, oder? Doch. War nichts Wichtiges. Hab ich jetzt Remote ausgemacht? Hast du aufgepasst? Ich weiß es nicht. Ich hoffe schon. Ich weiß, dass ich das Licht wieder angemacht habe. Über mir leider auch nicht mehr. Habe ich da vorne nicht zugemacht? Eigentlich. Nein, auch diesmal hat das nicht geklappt. Sollen wir es nochmal probieren? Machen. Dann schaue ich jetzt gleich am Anfang wegen der Karte. Vielleicht schaffen wir es. Ich muss noch einmal machen. Don't blink. Hast du es da hingeschrieben? Nee. Wir spielen nicht die Map. Wir machen noch ein Gameplay. Ich hab noch nicht mehr geladen. Don't blink stand da. Das ist ja paranormal. Ich würde jetzt lieber die spielen. Naja. Don't blink können wir auch so jederzeit eingeben. Hörst du, was er sagt? Der labert was. You can't control it. Aber der Untertitel, der stand da davor noch nie, ne? Da standen nur diese Hieroglyphen da. Hm. Wir haben nie gewusst, was das bedeutet. Ob das Bug ist oder was? Oder haben wir nicht drauf geachtet? Ich dachte, you can't control it. Könnten mal unsere Question of the Day. Ah ja, Challenge. Die gibt's ja auch noch. Dann. Eintönigen. Question of the Day. Start. Ich möchte von euch wissen, ob eure Träume größtenteils real oder sogar surreal sind. Doch mal Übernahme. Da kann ich auch kurz was dazu sagen. Das ist nämlich ganz lustig. Jetzt musst du lachen. Nee, und zwar träume ich manchmal. Also, was heißt manchmal? Ich träume, wenn ich so übernatürliche Sachen träume, dann meistens davon, dass ich zum Teil die Schwerkraft beeinflussen kann. Zwar nicht, dass ich direkt fliegen kann, aber ich kann unglaublich hoch springen in meinen Träumen.
Das ist wirklich zum Lachen. Nee, ich habe eben auf der Arbeit mal mit dem Kollegen darüber gesprochen, so, ne? Das hat so ein Misstrauen. Und da hat er dann laut gelacht, ne? Und erzählt, dass er manchmal dasselbe träumt. Also auch, dass er unglaublich hoch springen kann in seinen Träumen und dann sich eben für eine Zeit eine Luft halten. Das ist total komisch. Das ist wirklich paranormal. Das war jetzt komisch. Nee, meine Träume sind eigentlich meistens real. Zu real. Ja, ich träume auch manchmal aber real, aber. Nicht 100% real. Aber wenn ich surreal träume, dann ist es oft was mit manipulierter Schwerkraft zu tun hat. Das kannst du ja mal deuten lassen. Ja. Ja, was habt ihr für surreale Träume? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die realen außergewöhnliche Erfahrungen gemacht habt. Auch interessieren. So, also ich habe jetzt schon mal eine Level 2 Keycard. Du bist jetzt am Anfang anders abgebogen, richtig? Ja. Weil wir eben eine höhere Keycard brauchen für den. Noch eine Keycard. Auch Level 1, oder? Ja, das heißt, wir können jetzt ziemlich was versemmeln. Bitter wäre, wenn wir 3 verkacken. Da kommen wir, glaube ich, erstmal in der Level 4 Karte rein. Achtung, es hat gerade so leicht geklappt. Als ob irgendwo was gespawnt wäre. Hey, da ist der Safe, wie ich immer sage. Ja. SCP-914. Es muss einen Nickname dafür geben, denn Intake-Output, oder? Den Converter, würde ich sagen. Converter wäre eine Option. Der konvertiert mit dem einfach SCP-914. Nein. Radical Larry, Peanut Boy und der Converter. Könnte man eigentlich mal googeln oder auf dieser Wikipedia-Seite gucken, ob der einen Namen hat. Der Verfeinerer. Also einmal im Changelog drin stand, Input heißt jetzt Intake. Das war total unnötig. Weil das heißt ja auch Output. Ja. Nicht Outtake. Das da muss Input, das da Output und in der Mitte muss Putput sein. Outtakes, das machen wir Put-Put. Ans Ende vom Video vielleicht. Very fine, ja, ne? Wir haben ja genug Versuche. Und vielleicht komisch, dass der so buggt hier. Genau das meine ich. Error. Ding. Läuft's noch? Ne, ich glaube. Ne. Ja, das war's für heute. Subscribe mal schön. Und ich wollte jetzt eigentlich demonstrieren, dass das immer so ruckelt, wenn man den öffnet. Aber es war schon mal so, ne? Es war in der ersten 07. Bei dem Update haben wir gesagt, das ist die neue Funktion. Ja, genau. Es war in der ersten Version, wo die diese Richtungsanzeige mit eingebaut haben in den Navigator. Back to Windows. Das wollten wir dann ausprobieren, aber das erst mit dem Navigator Ultimate, den haben wir dann gemacht. Und das ging dann nicht. Hier, Dex Memory Access Violation. Fix das mal, hier, Entwickler. Da war immer noch Caps Lock von deaktiviert. Als du deinen Namen eingegeben hast. Caps Lock-Taste. Ach so, ich hab aber absichtlich groß geschrieben. Ach so. War aber immer noch eingeschaltet. Komisch. Okay. Naja, blöd gelaufen. Kann man nichts machen. Ja. Na gut. Gibt bald mehr, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber wir probieren es nochmal auf jeden Fall. Irgendwann.